Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hi, hallo, wir sind alle nackig. Ja, wir sind Nudistenverein, ne? Und haben nüscht. Genau, es geht ja darum, Fehler, die passiert sind, zu korrigieren. Und bevor wir losgehen, ich muss noch was einstecken. Ja? Das ist wichtig, weil sonst vergesse ich das. Dafür brauche ich erstmal 30 Schneegel. Hier haben wir die, ne? 23. So. Hast du gesehen, dein eines Video wurde 11-mal kommentiert? Ja. Warte mal. Ich darf das jetzt nicht vergessen. Aufbewahrungskiste. 3. So, ich nehme nämlich aufgrund, ich habe schon ganz oft jetzt, also mehrfach, den Tipp gekriegt, beim Looten Kisten zu platzieren. Ja? Damit ich den Loot da reinschmeißen kann, weil es kommt ja immer so mein kleiner Loot-Messi durch. Hm. Also ich kann ja nicht aufhören zu looten und dann fange ich an, alles zu zerlegen, weil ich so viel wie möglich mitnehmen will. Und dann gehe ich aufs Ganze und sterbe. So, jetzt nehme ich 3 Kisten mit, dann kann ich das diesmal nicht vergessen. Und wie packst du denn einfach dahin und dann? Da schmeiße ich dann nach und nach den Loot rein. Und wenn ich dann hops gehe, dann kann ich das von den Kisten abholen. Oh. Ja. Mhm. Das ist der Grundgedanke. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal einmal los. Genau, erstmal Motorrad holen, Fahrräder holen, Loot holen. Und da waren ja auch noch spezielle Kisten, die müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, das Problem ist, ich gebe zu, ich habe da so ein kleines psychologisches Problem, ja. So. Ach so, sind wir schon Friends hier? Nee. Leicht Messi-mäßig angehaucht. Oh. Und, ja. Dem Ganzen will ich ein bisschen gegenwirken. Ja, mach das. Warte mal. Ich habe noch was für dich, um mich zu entschuldigen, dass ich letztes Mal deine Sachen nicht retten konnte. Ein Blumenstrauß, weil es mir leid tut. Kannst du zurückkriegen, danke. Ich hab keinen Platz. Es tut mir doch leid. Ich brauche meinen Platz für andere Sachen. Was denn? Für meine Sachen. Ja. Das ist schon ziemlich doof, dass sie so weit weg liegen, ne? Ey, ich habe nur diesen Schlagstock, eine Rohrzange und die Armbrust. Mehr habe ich nicht. Ich habe jetzt einen Schlagstock, einen Revolver, eine Schrotflinte, aber ich habe ganz wenig Munition mitgenommen, das nur für Notfall. Und 3 Kisten. Hm. Hast du kein Trinken mit? Doch, Trinken und Essen. Ich meinte an, Ach so. Dings hier. Ja. Jasmin. Hm. Egal, wie weit ich auf ihm gehe, er ist immer gleich lang. Was meine ich? Der Weg. Eine Fußsohle, achso. Oh, pass auf, ich habe ein Rätsel für dich. Je mehr ich davon habe, desto leichter werde ich. Was bin ich? Was? Je mehr ich davon habe, desto leichter werde ich. Was bin ich? Dein Gehirn. Nee, dann würde ich ja schwerer werden. Mm-mm. Keine Ahnung. Käse. Oh, je mehr Löcher der hat, desto leichter ist ja, er. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass Käse, je mehr Löcher der hat, desto weniger ist er dran, ne? Aber desto teurer ist der? Hm. Das ist voll die Verarsche. Hm. Ja.
Aber ist doch herrlich, dass wir endlich mal wieder einen kleinen Spaziergang machen, wir beide, oder? Das dauert mir schon wieder viel zu lange, ey. So Hand in Hand. Ey, lauf doch nicht weg. Nein, du musst bei mir bleiben, Jasmin. Nein. Was stinkt hier so? Ich bin gerade hinter dir gegangen. Oh mein Gott. Was denn? Nix. Alter, müssen ja da im Gebiet auch noch voll lang. Hahaha, sehr lustig. Steinigt sie, sie ist eine Hexe. Wir müssen ja in dem Brandgebiet auch noch voll lang. Ich habe eine gebrochene Hand. Kaputtes Knie, ich bin infiziert. Oh ja, das ist ein Kilometer. So weit ist der Weg gar nicht, ne? Aha. Betrunken geht das ganz schnell. Hast du Bier? Nee. Betrunken geht das nie schnell. Aber es fühlt sich schnell an. Nee, auch nicht. Betrunken fühlt sich das noch langsamer an wie sonst, ey. Dann bist du nicht betrunken genug. Doch, dann bist du richtig betrunken, wenn du... Ach Mensch, ich dachte, das wäre ein Rucksack oder so. Wenn du betrunken genug bist... Dann hast du ja Filmrisse. Dadurch fehlt dir Zeit. Nee, nicht immer. Ich glaube, ich hatte ein oder zweimal in meinem ganzen Leben einen Filmriss. Und ich habe mir oft die Kante gegeben, also... Das klingt ziemlich traurig, Jasmin. Nee, eigentlich ganz lustig. Trinken mit Verstand, sagt man immer. Nee, viel schlimmer finde ich, wenn du trinkst und nächsten Tag... Erzählt dir einer, was du gemacht hast und denkst so, ach du Scheiße, ey. Das bin doch nicht ich gewesen. Das finde ich viel schlimmer. Was willst du denn schlimmer gemacht haben als nüchtern? Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Sachen. Das ist ein Hund, Mann. Mir ist warm, natürlich. Ich bin doch schon nackt. Naja, also ein bisschen was könntest du noch. Vergiss es. Alles gut. Ja. Ich möchte einfach nur meinen Rucksack holen. Ja, und nur noch 1,8 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen muss. Zeigt ja mir nicht mal an. Und meine Wegmarkierung kannst du nicht sehen. Jetzt rast doch mal nicht so, Jasmin. Hier ist Speed Limit 25. Oh, dieses eklige Geräusch schon wieder, ey. Der gute alte Stein. Wir müssen geradeaus war das, ne? Ja. Wir gehen hier den Weg entlang, wo man schön entspannen kann. Ist dir auch warm? Zeigt er dir das auch an? Nee, ich bin generell ein sehr heißer Typ. Also das Klima, was mich zum Schwitzen bringt, das muss erst noch geboren werden, Jasmin. Oh Mann, ey. Hey. Du solltest aber mit der Ausdauer immer aufpassen, dass du... Lass mir in Ruhe, ich weiß, ich bin schon wieder voll mit der Ausdauer. Ja, okay, ich meine ja nur, weil hier gibt es Bären. Das ist mir doch egal. Was soll ich dagegen tun? Nix. Ich habe nicht mal irgendwas, wo ich... Ah. Der Klärbär. Na, pass auf nicht, dass du in dein eigenes Loch fällst. Oh. Bin ja auch noch hungrig. Jetzt schon? Ich bin infiziert. Auch noch? Hab ich doch erzählt. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Alter. Heute stimmt wieder was nicht mit dir, ey. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich weiß. Bin dumm. Oh. Sag mir das nochmal. Also jetzt wetten gleich friere ich? Ja, mir ist auch kalt. Wegen dem Regen. Ja, noch nicht, aber bestimmt gleich. Kannst du mir ein Bild malen? Ich verstehe das nicht. So, wo ist denn jetzt hier mein Rucksack? Ja, beim Shotgun-Messias links und dann sind wir auch schon bald da.
ich habe eine rote Schneeflocke. Kann ich an Frost sterben? Mein Bildschirm friert ein. Ja, wahrscheinlich. Kannst du erfrieren. Kannst du dann echt auch. Ja, wow. Ich habe keine Fackel. Ey, wenn der mir jetzt hier... Ich will jetzt einfach nur meinen Rucksack und dann ist mir egal, was mit dir ist. Lauf doch ein bisschen. Vielleicht wird dir dann warm. Meinst du, Bewegung hilft? Oh nein, Gewitter. Ich gehe mal hier kurz zu der Ruine. Ja, genau. Lass mich ruhig alleine. Ich wollte nur gucken, ob ich hier trocken bin, aber hier ist immer noch... Ja, natürlich bist du trocken dann. Ja, ich friere auch nicht mehr. Ja, ich weiß. Oben drauf ist noch ein Getränkeautomat. Und ein Rucksack. Oh, ich friere schon wieder. War nichts Besonderes drin. Ich habe keine Rohrzange, um Sachen abzubauen. Ich schon. Ich darf nichts zerlegen. Das kommt alles in die Kisten. Hallo? Ist hier wer? Ich mach mal die Tür zu, ne? Nicht, dass noch einer reinkommt. Hier ist nur Eisen. Aua! Au! Ich kann das nicht kaputt hauen. Was schätzt du, wie lange wird es noch regnen? Ein paar Minuten wird es noch regnen. Meinst du? Der Himmel ist ziemlich grau, ne? Und Gewitter. Und wir sind kurz vorm Blutmond. Wir brauchen ja unsere Sachen wirklich. Ja, sicher. Schnell wie möglich hier wieder weg, ey. Ja. Kannst du eine Fackel machen? Du hast jetzt. Was hast du nur von dem Zombie gekriegt? Ah ne, brauchst du Tierfett, ne? Ah, habe ich nichts hier. Eine Fackel. Stofffetzen haben wir nicht. Tierfett haben wir nicht. Auch Holz nicht. Haben wir auch nicht. Ich Geil. Auch. Du hast Holz? Mhm. Geil. Ich glaube, der Regen lässt langsam nach. Nee, nee. Findest du nicht? Zähl doch mal die Wassertropfen. Nein. Oh, ha, ha, ha. 12.473. Weil ich zähl normal. Ach so. 11.892. Siehst du? Wird schon weniger. Ich hab's ja gesagt. Warte mal, der Wind kommt von da. Das sieht aber dunkelgrau aus da hinten. Ja, wir könnten versuchen, beim Shotgun-Messias Unterschlupf zu finden. Aber da sind halt viele Zombies, ne? Hm. Wärm mich, Jasmin. Mir ist kalt. Nö. Nimm mich in den Arm. Nö. Nimm mich auf den Arm. Nö. Bitte Arm. Nö, na hör auf, ey. Wollen wir jetzt echt den Regen hier rumgammeln und warten? Ja, sonst sterben wir, ne? Wahrscheinlich. Hm. Ja, das ist doch wieder alles so ärgerlich. Ich geh gleich einfach los, ist mir egal. Okay, warte, ich wärme mich noch auf. Dann sterben wir wieder, weil wir hier bis abends gammeln, ey. Ja. Links rum dann, oder was? Ja. Mir nach. Ich kenne den Weg auch nicht. Zeigt er mir nicht mal an die Taschen. Oh, mir ist immer noch kalt. Ich friere. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich renne einfach, was das Zeug hält. Und hoffe, dass hier keine Bären sind. Ich habe 45 Holz.
Okay, ich bin gleich an der Stadt. Er wartet nicht mal auf mich. Ich kann die Stadtmauern sehen. Vor allen Dingen, er sagt nicht weit. Nö, überhaupt nicht weit. Wieso? Wir sind doch schon da. Aber wir müssen einmal kurz irgendwo rein. Einmal kurz was Trockenes suchen. Okay. So. Folgst du mir? Aber unauffällig. Bringt mir jetzt nicht besonders viel hier. Bist du immer noch nass? Wo gehst du denn hin? Ja, ich sagte doch, folge mir. Ja, los, schnell jetzt. Aber unauffällig, links sind Zombies, geradeaus auch. Oh, oh, man hat dich gesehen. Okay. Wir schleichen hier lautlos dran vorbei. Jetzt sag mir, wo meine Tasche ist. Da oben. Wie da oben. Hier ist mein Motorrad. Schön. Und irgendwie kam man hier hoch. Du solltest einen Knüppel in die Hand nehmen. Hab ich doch. Ey, wenn ich hier gleich wieder sterbe, ne? Okay. Von hier aus müssen wir irgendwie hochkommen. Wie war denn das? Außen ist irgendwo ein Fenster. Er will mich doch verarschen. Ah, hier. Lauf mal hier so schnell, ich komme nicht hinterher hier. Und jetzt? Die Leiter hoch. Ihn Hintern. Oh nein, oh, ich kann mich nicht mehr festhalten. Geh, ich will jetzt meine Tasche holen, Alter. Oh nein, das ist so anstrengend. Das ist ein ganz einfacher Weg, oder? Total. Wo ist jetzt das Interesse? Alter, hier was? Hey, Junge. Warte, hier muss ich kurz überlegen. Hier lang? Oh, oh. Hier ist ein Hund. Hier war ein Hund. Lass mich von der Kacktüte doch nicht fertig machen. So. So. Warte. Sind weg. Ich hau dich, wenn die weg unser, sind. Nee, der Rucksack ist ein tiefer. Aber wie kam ich da hin? Nee. Ah ja. Achso, hier war übrigens Officer Schlotz und so, ne? Sind wir jetzt langsam mal so? Wo ist meiner da? Warte, da sind meine Sachen jetzt drin. Ich wollte gleich aussortieren. Wo ist jetzt hier der Zombie? Scheiße, ich muss zweimal reingehen. Nee, du kannst ja auch was mitnehmen. Ja, meine Sachen wären schön. Ja, warte. Muss erstmal hier, Weißt du überhaupt, was ich alles hatte? Ich weiß, was du nicht hattest. Ich hatte Essen, Trinken, mein Maschinengewehr, meine Knarre, ganz viel Munition. Schaufel, alles das. Kein Platz mehr im Inventar? Nein! Was tun da jetzt? Hä? Gar nichts, alles gut. Wieso lässt du das hier alles fallen? Warte doch mal! Wieso kann ich denn hier nichts rausschmeißen? Du schmeißt doch alles raus, Alteisenhandschuhe! Nein, du verstehst mich nicht, Jasmin. Hast du aber rausgeschmissen. Ich wollte das eben zerlegen, ich wollte das tragen. Okay, so, so. So. Ach, warte. Und so. Dann kann ich die Axt noch mitnehmen. Mein Hämmerchen. Das. Das. Und mein schönen Sechserbogen.
und das. Okay, nimm du mal bitte den Rest mit. Hä? Wo sind meine Sachen? Mein Motorrad. Ich wollte Hilfe haben für die Lootkisten. Ich habe dich benutzt, Jasmin. Alter. Alles cool. Nee, ich bin... Ja, das... Okay. Hier, hier, guck mal. Hier sind noch Waffenkisten. Ja, ich möchte jetzt trotzdem mit meinen Sachen nach Hause. Sag mal, was verstehst du daran nicht, ey? Hier ist Honig drinne im Rucksack. Du kannst doch den Honig nehmen. Ich bin 13% infiziert. Das bringt mir gar nichts gerade mehr. Ich habe keine vernünftigen Waffen, nix, kein Fahrrad. Das kenne ich noch nicht. Ja, ich muss hier gleich nochmal rein. Ich muss einmal ins Motorrad rauspacken. Okay, komm, wir gehen raus. Wir gehen einfach hier runter. Du. Mein Bein ist verstaucht. Das. Oh nein. Kein Problem. Ich beschütze dich. Schießen ist vielleicht nicht ganz so schlau hier. Meinst du, das ist zu laut? Okay, jetzt müssen wir wieder nach draußen. Vorzugsweise da, wo das Motorrad gepackt ist. Officer Schlotz. Oh, Kacke. Sackgasse. Okay. Kein Problem. Okay. So. Oh. Au! Wieso kann er durch die Tür hauen? So, warte. Ich hatte vergessen, dass ich deine Sachen hier reingepackt habe. Hier kommt irgendwo einer. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Sammel du deine Sachen ein. Und wo ist mein Fahrrad? Warte. Gibt's auch gleich. Mein Hammer fehlt auch. Ja, ja, ja. Wie viel Platz habe ich jetzt hier auch? Nein. Ups. Warte mal kurz, bevor du hier was rauspackst. Damit ich hier erstmal umpacken kann, kurz. Na, du kannst uns die Sachen doch ins Fahrrad stecken. Was zu viel ist. Nee. Wo ist meine Munition? Die ist auch nicht da. Munition? Habe ich auch nicht. Für was denn? 9 mm? Ja. Meine Pistole, ich habe richtig viel mitgenommen. So, dann habe ich noch das. Dein Hammer. So kann ich den nicht nehmen. Der liegt viel zu dicht an deinem Motorrad. So. Okay. Warte. Und wo ist jetzt mein Fahrrad? Das habe ich noch. Ist auch deins. Und das. Okay, dann kannst du dich ja, wenn es dir nichts ausmacht, aus dem Lootisten-Club austreten und dir was anziehen. Nee, ich fahre jetzt nach Hause erstmal, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Willst du nicht mit mir noch kurz da die Waffenkisten looten? Nee, will ich nicht. Ich will jetzt erstmal nach Hause, damit ich vorbereiten kann für den Blutmond. Bist du böse auf mich, weil ich dich missbraucht habe? Vielleicht. Mach deinen Scheiß alleine, ey. Wo waren das jetzt hier? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War das jetzt hier rechts rum? Ja. Okay,
Okay, ich gehe noch einmal kurz rein. Ich will die Waffenkisten holen. Wir müssten ja eigentlich alles hier gereinigt haben an Zombies, ne? Nee, hier sind noch richtig viele. Kommen bestimmt alle gleich zu dir. Na, ich hoffe doch das nicht. Oh, wo fahre ich denn jetzt lang? Ach, keine Ahnung. Nee, hier ist falsch. Jo, okay, alles klar. Wo waren das jetzt hier? So, warte mal. Hier ist Sackgasse. Hä, wie komme ich denn hier wieder zurück? Doch, hier links. Rechts, wie auch immer. Hä? Das ist auch falsch. Ich habe gar kein Holz. Wie bin ich da nochmal hochgekommen? Ich höre nie wieder auf den, ey. Auf wen? Dich! Dich? Wer ist denn dich? Keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Hey, du kannst doch das Haus sehen, oder nicht? Du musst Richtung... Du fährst die ganze Zeit im Kreis. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Du musst einfach Richtung Norden fahren. Da der Straße jetzt Richtung Norden folgen. Ja, dann fahre ich hier lang. Dann kommst du nach oben in die Stadt und kannst von dort nach links. Oder du fährst jetzt... Wenn ich nach Norden fahre, fahre ich schön in die Zombies hier gerade rein. Na, dann fahr mal nach Norden. Dann kommt eine Kreuzung, an der fährst du links und dann immer geradeaus. Hast du mir eigentlich zu? Ja, dann musst du kurz auf mich warten. Ich bin ja gleich da. Ich bin doch gerade nach Norden gefahren. Genau, und jetzt bist du ja an so einer Kreuzung, ne? Ach. Nein, jetzt musst du nach Norden. Ja, dann fahre ich hier die ganze Zeit zu den Zombies, habe ich gerade gesagt. Ja, mach mal. Ja, mache ich doch. Okay, und die nächste links und dann immer geradeaus. Ja. Das ist so verschwendete Zeit irgendwie für mich, finde ich. Ja, wieso war doch voll das Abenteuer? Toll. Hotel. Aber wir sind gut durchgekommen, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir hatten keine Probleme mit Bären. Du kriegst sie. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Jetzt bin ich hier. Wo bin ich denn hergekommen? Jetzt war ich an meinem Motorrad und statt meine Sachen wegzupacken, bin ich wieder voll reingelaufen. Ich bin in der Sackgasse gefahren. Oh nein. Oh, irgendwas ist hier komisch. Ich muss noch mal wo lang? Ja, ich finde das auch nicht so einfach gerade hier. Cool. Hier muss ich jetzt rechts, oder? Das genüge ich mir auch noch schnell. Ja, hier. So. Sind die Zombies hier nachgespawnt, sag mal? Da kommen viele, ne? Ja. Ja, habe ich auch gemerkt vorhin. So. Hast du gepupst? Nee, du? Das hast du angehört? Nö. Ich kann nichts mehr wegpacken. So. Jetzt bin ich weitestgehend leer. Lass das! Das ist Privateigentum! Oh oh. Ich hast du in dein Loch gefahren hier, ey? Lass mein Loch in Ruhe, ja? Das ist viel zu klein. Oh, jetzt gehören die Lootkisten gleich mir. Mir ganz alleine und ich muss nicht teilen. So. Hättest du nicht eigentlich die Sachen mit rausschleppen können? Du warst doch leer hier, oder? Ich bin voll. Bevor wir deine Sachen hatten? Oh, da wollte ich raus. Ich will meine Sachen haben.
Das war logistisch nicht sehr clever, Jasmin. Ja, dann ist das so, aber ich möchte jetzt langsam mal für den Blutmond vorbereiten. Wir haben schon Tag 33. Fast 34 schon. Und 35 ist Blutmond. 35 ist Blutmond. Na ja, ist ja noch ein paar Tägelchen hin, ne? Ich habe ja gehofft. Ich hoffe ja immer noch auf einen Schmelztiegel. So. Die hat 7000. Was? Boah, diese komische Kiste. Hast du kein Dings mit? Womit man das aufmachen kann? Warte mal, nee. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Die Qualität des gefertigten Gegenstands wird durch die vorherrschende Eigenschaft bestimmt, wie etwa Schrotflinten, Messias für alle Schrotflinten. Jasmin, ich kann eine Drohne bauen. Cool. Ja. Sehr gut. Immerhin etwas, ne? Ja, ja. Wenig Damage. Aber ich bin gleich erstmal zu Hause, dann kleide ich mich mal vernünftig hier an. Oh, bei mir wird schon wieder an der Tür geklopft. Klopf, klopf. Wer ist da? Feuer. Feuerwehr? Wo brennt es denn? Feuerwehr? Ja, so doof, ey. Lustig. Lustig, lustig. Tralalalala. Boah, wenn ich die Kiste aufhab, ist Nikolaus, ja. Schon wieder, ja. Was? Ach, Quatsch, als ob ich mir die Mühe tue und hier mit einem Hammer auf so eine blöde 7000 HP-Kiste raufbügel. Doch, machst du. Dafür ist mir meine Zeit viel zu wertvoll. Machst du. Was? Ach da, ich wollte gerade sagen, hier fehlt ein, ja. Also was mir jetzt nicht passt, ist hier die Aktivität um mich herum. Nicht? Nee, ist irgendwie nicht so max geil. Aber ich denke, ich kann es schaffen, Jasmin. Diesmal kann ich es schaffen. Ich habe immer noch keine Kisten draußen platziert. Ich bin so doof, ey. Jetzt habe ich extra 3 Stück mitgenommen. Und jetzt hocke ich schon wieder in der Bude mit meinem ganzen Stuff bei mir und prügel auf eine Kiste rum. Das Essen ist ja weg. Die Tipps, die wir kriegen, sind ja gut, ne? Und die sind auch clever. Das Problem ist halt, ich bin so dumm. Ich vergesse das immer. Oh, geil. Gut. Akzeptabel, der Loot. Ist okay. Ist kein Schmelztiegel, aber man kann damit leben. Meine Fasern fehlen auch, mein Gras. Dein Gras? Du hast ein Problem. Warum habe ich hier ein T-Shirt drin? Weiß? Ja. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nur so weiß gesagt. Das hat ja jetzt keine tiefgründige Bedeutung. Naja. Ja, dann chill ich mich gleich nochmal zum Händler und guck, ob der einen Schmelztiegel für uns hat. Ach, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Oh nein. Was denn? Jetzt kommen alle her. Wer sind alle? Die ganze Stadt. Scheinbar ist das hier eine Hausparty und jeder ist eingeladen.
Nur ich, du nicht. Ich wusste das vorher nicht. Ich könnte es schaffen. Sayonara ihr... Nein, oh Gott. Oh nein. So, wo muss ich denn lang? Ich muss auch nach links. Links, rechts, links. Links, rechts. Ja, dann schaue ich einmal zum Händler. Ich habe jetzt sowieso keinen Platz mehr im Inventar. Ich bin relativ voll. Oh, mein Ohr. Wäre jetzt echt geil gewesen, das richtige Rezept zu finden, ne? Erdbohrer oder Schmelztiegel? Beides hätte mich glücklich gestimmt. Alter, da ist ein wunderlicher Schrott auf der Straße. Wenn du ein, zwei Bier intus und zack, auf einmal kann die Straße nicht mehr gerade auslaufen. Bei dir passt das ja so, ne? Du verträgst ja nicht viel. Ich trinke halt zu selten. Das Einzige, was ich vertrage, ist sowas wie Kümmerling, aber das ist halt auch nur ein Kräutersaft, ne? Boah. Ja, hat ja keine Promille da. 2 Liter auf Ex, kein Problem. Hör auf, ekelhaft. Meistens spüle ich Kümmerling mit Hubertus-Tropfen runter. Boah. Was wollte ich denn jetzt machen, ey? Aber eine Sache von den ganzen Tipps... Ich habe die Kisten immer noch nicht platziert. Eine Sache von den ganzen Tipps habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal durchgesetzt. Was? Ich habe sonst immer Bücher, die ich schon gelernt habe, einfach normal gelernt wegen den XP, ne? Ja, das habe ich ja auch. Genau, wenn wir die beim Händler verkaufen, kriegen wir aber Jetons dafür und die gleiche Anzahl an XP. Ja, das ist schön. Dann machen wir das nächste Mal so, ne? Ja, es ergibt irgendwie Sinn, ne? Meinst du? Ja, ja. Also ich habe diesmal auch die Sachen mitgenommen, wo ich sage, das brauche ich nicht, das können wir aber verkaufen. Sonst habe ich sie mal weggeschmissen. Oder zerlegt. Ja. War doof. Ja, das war ziemlich dumm. Ja, damals im Mittelalter wärst du dafür gesteinigt worden. Gut, dass du einen aufmerksamen Zuschauer hast. Ja. Der dich immer nett drauf hinweist. Ja. Für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben. Ich hoffe, man ist nur nicht so enttäuscht, bis man merkt, wie lange ich brauche, um sowas umzusetzen. Ja, da lacht sich bestimmt kaputt, ey. Sitzt hinter dem Monitor. Was ein Trottel. Der könnte schon viel weiter sein. Hat er recht. Hat er recht. Hat er recht. Ja. Also zumindest reicht mein Sprit bis zum Händler. Aber das mit den Kisten, das, da müssen wir mal ein bisschen dran denken, wenn wir looten, dass wir dann quasi in eine Straße eine Kiste platzieren. Was weiß ich, wenn wir eine Stadt haben, mittig der Stadt. Und dann als Tipp 3 Block hoch die Kiste, damit die Zombies sie nicht kaputt machen können. Und dann schmeißen wir da immer rein. Mhm. Und dann können wir bei Bedarf abholen. Können wir auch so ein Lager errichten in der Stadt. Machen wir eine Kiste für Messing, eine für Blei, eine für Heizkörper. Also diese für Heizkörper. Heizkörper. Kann ja auch hier lang fahren, ne? Mensch. Das ist gerade nicht so hin, ja, ja. Das kommt weg. Das kommt weg. So, dann sortiere ich mal meine überflüssigen Waffendecke, die ich erstmal nicht brauche. Wenn ich brauche. Ja. So, erstmal das, was ich brauche. So, dann. Ich habe eben gerade erstmal so eine Meldung gekriegt, hatte ich schwarzes Bild. Hä? Ja. Was für eine Meldung? Wegen Update. Möchten Sie die Änderung jetzt vornehmen? Hallo? Ich bin beschäftigt. Mir hat keine Zeit für eine Änderung. Kann ich die leider nicht ganz mitnehmen? Naja, gut. Wie kann ich denn, diese Patronengurt-Mod irgendwie an mein Dings bringen, an mein Kopf her? Die Patronengurt-Mod musst du an deinen Brustpanzer bringen. Ah, Brustpanzer. Glaube ich.
Jo. Yes. Danke. Mm. Ja, danke. Oh, hat der mit Halbwissen geglänzt. Geil. Gut. Hätte ich die Schraubfedern in mein Motorrad eigentlich stacken können? Nö. Hat ganz schön gehakt gerade hier. So. Ich muss jetzt einmal hier ein bisschen aussortieren. So, das kriegt der Händler, ne? Ein Holz, ganz wichtig. Händler. Haben wir zu Hause. Schockstabteile, da haben wir auch mega viele von, ne? Ich glaube nicht, dass wir so viele brauchen. Wie war das jetzt nochmal mit der... Kochtöpfe haben wir auch so viele. Ich verkaufe mal die beiden Kochtöpfe, da haben wir so viel von. Der Mod da, wie war das jetzt nochmal? Das sollte buzzen. Kann ich den beklauen, den Huten? Oh ja. Toll. Hier war das so. Ich leih mir mal ein bisschen was, ne? Ja. Der Gude hat hier immer so voll, volle Hütte. Das ist der einzige Händler hier in der Gegend. Da wird ihn ja ständig die Bude eingerannt. Ja, schon wieder. Zahlungswillige Kundschaft. Weg, das ist meine Ware. Bleib lieber hierbei. In so einer knappen Apokalypse teile ich mit niemanden. Meinst du, dem fällt das auf, dass ich dem regelmäßig beklaue, wenn ich der einzige Kunde bin, der herkommt? Hm. Na, das rafft ja gar nicht, ne? Mhm. Darf ich dein Inventar sehen? So, ich verscherbe erstmal auf gut Glück hier. Das verkaufe ich. Helm auf. Achso, Bergbauhelm. Ja, der hat natürlich nicht so viel Schutz, ne, wie der andere Helm. Und dafür aber hast du die Lampe, ne? Ja. Weiß. So. Das waren jetzt alles Sachen, die haben wir in Massen zu Hause. Die nehmen wir nochmal mit Reserve. So, nix vergessen. Gut, und jetzt möchte ich gerne einen... Huch. Einen... Ich hab gar nicht Nitrat, so viel kann ich gar nichts herstellen. Oh, man kann bei ihm keinen Schmelztiegel kaufen. Und ich habe kein Nitrat, so wirklich. Das ist natürlich jetzt schlecht. Was habe ich jetzt hier noch in der Kiste? 3. Na, da kann ich nicht viel mitmachen. Kostet einer 150? Ich dachte 31. Was? Was? Nix? Gar nichts. Hm. Ach du Schande! Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? I'll come back now. Ja, 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 ich bin mir noch nicht sicher. Meine ganzen Federn sind weg. 13. Also hier fehlt ganz schön viel bei mir. Darf ich dein Inventar sehen? Scheint nicht so... Achso, nee, Schatzkarte wollte ich machen. Ach komm. Was soll der Geiz? Hast du mal ein bisschen Business für mich, Trader Joe? Ich soll was abholen oder Zombies beseitigen. Ist der Loot oder das, was du kriegst, geiler, je weiter die Mission weg ist? I like you, friend. I've got work for you. Godspeed.
So, ich habe jetzt einfach mal was mitgenommen. Ja, Schmelztiegel. Der Traum vom Schmelztiegel rückt wieder in weite Ferne. Dann fahre ich einmal zum nach Hause. Und dann haben wir es. Oh, ist ja schon wieder so spät. Die Zeit rennt, Jasmin, die Zeit rennt, ich sag dir das. Damals, als wir Kinder waren, da hatte der Tag 24 Stunden. Mittlerweile hat nur noch die Arbeitszeit 24 Stunden. Ja, echt, echt. Und der Tag ist in einer Viertelstunde vorbei. Die Zeit rennt, aber wo rennt sie nur hin? Hat sie ein Ziel? Wie, die läuft belanglos die ganze Zeit durch die Gegend? Ist ja voll dumm. Guck mich an, ich bin die Zeit, ich laufe. Und mach Tick-Tack. Hä? Und mach Tick-Tack. Tick-Tack. Hattest du eigentlich noch das Nitrit? Nitrat? Nitrot? Nee, Nitrit. Hattest du doch eigentlich so viel, oder? In meinem Moped. Nitrat. Okay. Glaube ich. Nitrat, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, eigentlich hattest du doch voll viel, ne? Ja. Weil du da in diesem Loch warst. Eigentlich hatte ich voll viel, ja. Es müsste eigentlich viel in meinem Moped sein. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, wo es hin ist. Das wäre schlecht. Ja, das sehen wir gleich. Ich muss ja einmal kurz sowieso Platz machen hier. Ne, und dann... Könnt ihr jetzt auch hier die Kisten hinstellen und hier alles reinschmeißen? Wir holen das nach und nach, aber das ergibt auch keinen Sinn, ne? Ich muss nämlich jetzt dann Schießpulver machen und Munition. Wir haben, ja. Nicht viel. Wir haben weniger wie letztes Mal. Du brauchst ja wieder meine Unterstützung. Vielleicht sollte ich statt dem Auto erstmal Motorrad machen, damit ich schneller unterwegs bin. Ja, Auto ist sowieso besser, ey. Ja, aber dafür kannst brauchen wir... Kannst du die Zombies mit umfahren? Aber wir brauchen 250 geschmiedeten Stahl. Oder 150? Ne, ich glaube 250 waren das. So... Nitrat, ja, ein bisschen was habe ich da für dich. So. Wie viel brauchst du denn? Genug. Okay. Warte. Am besten alles, was du hast, damit ich ganz viel Munition machen kann. Ist das hier genug? Nee. Schade, weil mehr habe ich nicht. Schade, hätte ich sagen können. Nein, alles gut. Damit so. Kann ich jetzt erstmal ganz viel Schießpulver machen. Wie viel? 1437, siehst du? Ganz viel Schießpulver. Ja, und dann kann ich Munition noch ein bisschen machen. Munition. Oh, mein Ohr tut schon wieder weh. Dein Ohr tut schon wieder weh. Ah. Ach, hier schmürzt ja immer noch alles ein. Wie lange dauert das? Hattest du eigentlich geerntet gehabt? Letztes Mal. Oh. Mhm. Ich könnte aber wieder, wenn du möchtest. Aha. Kann ich erst meine Taschen leer machen? Mhm. Das wäre geil. Hör mal, dank Chef bezahlt. Mhm. So, dann packen wir erstmal hier diesen geilen Knüppel wieder raus. Danke für deine Mühe. Ich hab hier noch einen. Jetzt wusstest du fast gar nicht mehr. Warum müssen Chips eigentlich so lecker schmecken? Weil sie vegan sind. Mann, ey, ich werde immer fetter.
Aber ich könnte jetzt auch Schokolade auch noch haben. Ich brauche immer was beim Zocken, ey. Immer. Aber jetzt habe ich keine Schokolade oder Gummibärchen hier oben. Ich muss noch mal Gummibärchen holen. Erzähl mir mehr. Ich will eigentlich nicht immer das so aufstoßen, aber... Es kommt einfach so. Jetzt kommt einfach so, Jasmin. Zu deinen Speisen. Seien. Munition? Munition. Ein kleines Pistölchen. Eine Schroti. Nur eine Schroti. Weißt du, was wir auch machen könnten? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Ich hab hier so eine... Ach, das ist ein Schalter. Ich hab gar nichts zu essen hier. Ja, auch nice. Wieso denn das nicht? Wieso habe ich denn keinen Schalter? Oder wieso habe ich einen Schalter? Ich hab keinen Schalter. Habe ich mich auch gefragt. Für den Kopf oder was? Wir haben auch sowas noch gar nicht. Da? Da habe ich nur Sand. Weil ich finde das gut, wenn da mal jemand kommentiert, worauf man achten soll oder was man falsch macht. Ja gut, grundsätzlich falsch kannst du ja nichts machen. Doch, du hast es falsch gemacht. Weil du spielst ja nach deinem Spielstil. Ja, aber du wusstest das nicht. Das ist was anderes. Das liegt aber auch daran, dass ich dumm bin, Jasmin. Da kann ich nicht widersprechen. Ja. Cool, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir hier noch Platz drinne? Natürlich nicht. Aber wenn ich die da rausnehme, dann könnte ich Kraft des mir verliehenen Amtes das da reinschmeiße. So, Transformers-Kiste. Du war ja drin, ne? Ja. Jetzt habe ich noch die drei Kisten. Die könnte ich eigentlich auch erstmal hier lassen. Das kann hier bleiben. Ich habe ja im Auto auch noch was. Im Motorrad. Oh. Im Auto. Im Auto. Wie lange geht denn die Folge überhaupt? In meinem Vehikel. 53 Minuten. Oha. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Ey, wir brauchen mehr Kisten und wir brauchen mehr System. Soll ich nicht die Aufnahme nochmal neu machen? Ja. Hast ja recht, Jasmin. Wir beenden für heute die Folge. Wir haben es endlich geschafft, unseren Loot wieder zu holen. Ja. Geil. Zwei Anläufen. Laufen. Habe ich nicht... Ja, zweiter Anlauf. Nicht schlecht für unsere Verhältnisse. So, auf jeden Fall haben wir unseren Loot wieder. Demnächst morgen gucken wir einmal hier und holen die Vorräte zurück von da hinten. Und dann mal gucken. Ich hoffe, ich kriege endlich mal einen Schmelztiegel, damit wir hier wieder Klingenfallen bauen können. Und wenn nicht, dann müssen wir morgen anfangen, die Basis zu verstärken. Schade Schokolade. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.